Jetzt geht's los. Oh, oh. Jet, du bist bereit. Liebst Geschwindigkeit. Grenzenlos. Fliegst ins Himmelszelt. Entdeckst mit uns die Welt. Was für ein Ziel steht heute an? Du bist der Held, der alles kann. Super Wings. Oh, oh. Die Freunde Jet. Pyramiden. All diese Koffer müssen zum Flugsteig 10. Und das schnell. Was ist denn los, Roy? Ich stecke hier fest und bin schon viel zu spät dran. Das ist doch kein Problem. Ich helfe dir. Hi-ja! Mit meinem Rettungsgerät werde ich dich ja ganz schnell rausholen. Ich bin frei! Gut gemacht, Dizzy. Jet in den Kontrollraum. Ein Paket wartet. Ich muss los. Tschüss. Roger, was kann ich für dich tun? Akiki hat ein Paket bestellt. Er lebt in Ägypten, in der Nähe des Nils. Das ist ein großer Fluss. Boah, gibt es in Ägypten nicht auch Pyramiden? Du hast recht. Die berühmtesten stehen in Gizeh, nahe der großen Sphinx. Was ist denn eine Sphinx? Eine Statue, die den Körper eines Löwen hat und den Kopf eines Menschen. Also so ähnlich wie ich. Ich bin ein Flugzeug und ein Junge. Und jetzt wird es für diesen Flugzeugjungen Zeit, sich abflugbereit zu machen. Yalla! Hä? Yalla heißt in Ägypten so viel wie los geht's. Na dann, Yalla! Oh ja, alle Systeme go, 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 go und los! Jet? Mach dich bitte startklar. Ich kann endlich fliegen. Auf nach Ägypten. Deine Sammlung mit Katzenstatuen ist ganz erstaunlich, Großvater. Über die Jahre habe ich eine Menge Dinge entdeckt. Aber die Katzen gefallen mir am besten. Wenn ich groß bin, möchte ich auch so werden, wie du. Ich fühle mich geehrt. Und ich habe etwas bestellt, das mir helfen wird. Von hier oben kann ich den Nil sehen. Die Pyramiden und auch die große Sphinx. Dort ist schon das Haus von Akiki. Jet, Landemodus! Dein Paket ist da! Hurra! Ich bin Jet. Pünktlich wie bestellt. Oh. Hallo, Jet. Das ist mein Großvater, Salah. Schön, dich kennenzulernen. Oh. Danke. Ich kann es kaum erwarten, das Paket zu öffnen. Komm doch rein. Ah! Meine Archäologieausrüstung. Eine Schaufel? Eine Lupe zur Vergrößerung, Pinsel und ein Hammer. Jetzt kann ich ein Archäologe wie mein Großvater sein. Was ist denn ein Archäologe? Das ist mein Beruf. Ich untersuche alte Gegenstände und beschäftige mich mit Geschichte. Er arbeitet nämlich an einer Ausgrabungsstätte. Dort graben sie die ganzen alten Gegenstände aus.
Sieh mal, Großvater sammelt auch noch solche Katzenstatuen. Das sind aber viele. Ja, und es fehlt mir nur noch eine. Die große goldene Katze. Ich suche schon mein ganzes Leben nach ihr. Jetzt, da Akiki auch ein Archäologe ist, kann er Ihnen beim Suchen helfen. Er hat in der Tat schon viel gelernt und besucht mich ständig bei den Ausgrabungen. Es ist gar nicht so weit dorthin. Sag mal, Großvater, darf ich Jet die Ausgrabungsstätte zeigen? Natürlich, aber seid vorsichtig. Danke, komm mit. Ich bin schon gespannt. Das hier ist der Ausgrabungsort. Oder auch Grabung, das ist kürzer. Innen gibt's noch mehr zu sehen. Ich weiß, was das da ist. Eine Sphinx. Sieht aus, als ob sie mir die Hand geben wollte. Jet? Tut mir leid, Sphinx. Dann gehen wir jetzt wieder. Ja! Ui! Wo sind wir denn hier? Oh, eine geheime Kammer. Oh. Was ist denn das? Oh. Ein Schakal. Ein Schakal? Ein wolfsähnlicher Hund. Wofür ist das denn? Oh, da sind Schriftzeichen auf der Säule. Den Pinsel bitte. Jetzt brauche ich die Lupe. Das ist kein Schriftzeichen. Das ist ein Skarabäus. Dieses Wort kenne ich auch nicht. Ein Skarabäus ist ein Käfer, der für die alten Ägypter ein Glücksbringer war. Diese Öffnung hat eine seltsame Form. Die Form eines Schakals. Du hast recht. Schakal, Hammer, Klopf, Klopf. Oh! Das ist die große goldene Katze. Danach hat dein Großvater doch die ganze Zeit gesucht. Ja, kein Wunder, dass er sie nie gefunden hat. Sie war in dieser unterirdischen Kammer hier versteckt. Oh, oh, oh. Was ist das? Als du die Katze genommen hast, hast du ein Beben ausgelöst. Los, schnell raus hier. Wir sitzen fest. Es gibt noch einen Ausgang. Gleich da oben. Yalla. Ja, ja. Hä? Die Türen schließen sich schon von selbst. Wir müssen schneller fliegen. Zeit für Jet-Geschwindigkeit! Das wird nicht einfach. Mal überlegen, wen suche ich dafür aus? Hä? Dizzy! Ja. Sie ist eine Rettungsexpertin. Dizzy, Jet braucht Hilfe. Sein Bein steckt in der Spitze der Pyramide fest.
Warum überrascht mich das nicht? Aber keine Sorge, ich helfe ihm. Dizzy, Rettungsmodus! Da ist Dizzy! Ich bin gerettet! Dizzy, Landemodus! Ich bin Dizzy und ich bin hier, um zu helfen. Mit meinem super Rettungsgerät hole ich dich da raus. Ja! Haha! Hi-ya! Ja! Ich bin frei! Dankeschön, Dizzy! Gern geschehen! Großvater! Hakiki! Ah. Ich habe schon überall nach euch gesucht. Wo habt ihr denn gesteckt? Lange Geschichte. Sie ist richtig lang, aber spannend. Und es gibt noch eine andere spannende Sache. Diesen Fund hier. Die große goldene Katze. Ich fasse es ja nicht. Sie ist einzigartig. Jetzt ist Hakiki ein richtiger Archäologe. Ab heute heiße ich Pyramiden-Hakiki. Bereit zum Abflug? Klar! Macht's gut! Bis dann! Superwings! Wir helfen immer!